Jo, hallo Leute und willkommen zurück bei Gothic. Wir sind jetzt gerade mal den Weg hier von der Austauschstelle runtergelaufen. Und da vorne macht der Weg eine Biegung. Deswegen wollen wir Waffe ziehen. Und noch schnell den Scavenger da vorne töten. Na, ihr seht ja, die können einem ordentlich was zocken. Auch nur wenn man unvorsichtig ist. Oh, ja, jetzt können wir prinzipiell schon den Großteil der Spielwelt überblicken. Da unten, ganz was ihr in der Ferne seht, ist schon das Ende. Also, die Welt ist nicht besonders groß. Naja, ist schon groß für ein Spiel, das ein bisschen älter ist, aber egal. Was ist hier unten noch? Was gibt es hier unten noch? Da vorne sind noch mehr Scavenger. Und da vorne sind zwei Leute. Hey du! Was ist das? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Nicht für Gold? Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. Okay. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Orks. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Okay, merke ich mir. Fürs Erste zumindest. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wieso verkauft die Karten etwa nicht? Wieso? Verkauft er die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen. Okay, danke für deine Hilfe. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Okay, bye. Dann sprechen wir noch mit dem anderen hier, Drax. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Okay, hier ein Bier. Hier, haben wir ein Bier gefunden. Und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel. Greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken,
Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Okay. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Okay. Kann mir auch einiges anderes übers Jagen beibringen, soweit ich weiß. Also Felle abziehen, Klauen, Zähne und solche Sachen holen. Aber auch das, aber das kostet ziemlich viel Erz. Erz ist nämlich die offizielle Währung in Gothic. Ist eigentlich auch logisch, weil wer Erz hat, der kann mit der Außenwelt Handel treiben. Wer mit der Außenwelt Handel treiben kann, der hat dann eben Zeug. Und Zeug. Hilfe! Mal darüber. Bitte, ich bin mit zwei auf einmal fertig geworden und wir haben noch wenig bis zum nächsten Level ab. Also bis wir endlich mal ein bisschen Stärke bekommen. Whee! Sah gerade irgendwie cool aus. Okay, weiter. Ich bekomme ja irgendwie ständig Meldungen von meinem ICQ. Wenn man es später dann sieht, dann entschuldige ich mich schon mal dafür. Wenn nicht, dann ist gut. Speichern. So, jetzt haben wir es nicht mehr lang bis zum nächsten Level ab. Da vorne ist ein Vieh. Dein Glück, aber ich hätte... Ja, ganz bestimmt. Es ist halt so, dass man diesen Wachen... dass man bei diesen Wachen lieber nicht die Waffen gezogen hält. Oh, soll ich mir in diese Scavenger da vorne heranwagen? Lieber nochmal speichern. Ja, es gibt halt leider noch keinen Quicksave. Ach du Scheiße. Okay, neu laden. Ja, ich war nicht tot, ich war nur verwundet. Keine Ahnung, warum ich noch nicht tot war. Fragt mich nicht. Aber ich glaube, an diese Scavenger mache ich mich mal anders ran, wenn ich ein bisschen stärker bin. Wäre und noch ein Bier, dann haben wir das Bier von Drax wieder drin. Oh Mann. Ich hasse es, wenn die NPCs meine Viecher töten. Das ist meine Erfahrung, die da weggeht. Und so eine Erfahrung kann da am Ende in Nein, ich bin nicht tot. Ich lebe. Noch. Ich dachte jetzt echt nicht, dass es zu schwer wird, diesen Scavenger zu töten. Okay, altes Schwert. Wieder anlegen. Und wir gucken gleich mal noch bei den Heilsachen, ob wir irgendwo was
Naja, wir werden uns dann nachher im alten Lager heilen. Das ist gleich da vorne. Da müssen wir dann nur reingehen und da werden wir bestimmt auch eine Möglichkeit bekommen, das Fleisch zu braten, weil gebratenes Fleisch bringt mehr. Im Endeffekt. Noch eine Waldbeere. Und da vorne ist noch eine Pflanze. Und ich sehe gerade, dass es die Zeit für das Video schon fast wieder rum ist. Deswegen bleibe ich jetzt hier stehen und wir gehen das nächste Mal ins alte Lager. Bis dann!